ich finde, dass der Kirschgarten deswegen ein so berührendes Stück und auch ein so heutiges Stück ist, weil wir erleben, wie Menschen, wie eine Familie, wie eine Gesellschaft sich in einer sehr, sehr akuten, aber lange schon am Horizont sichtbaren Krise verhält und wie diese Menschen alle scheitern. Und ich glaube, dass wir in einer Welt leben, die an so vielen Ecken und Enden gerade zu scheitern droht, gut daran tun, uns im Theater mit diesem Thema Versagen im Angesicht der sichtbaren Krise zu beschäftigen. Das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer. Mein liebes, schönes Kinderzimmer. Hier habe ich geschlafen, als ich klein war. Und jetzt bin ich wieder wie ein kleines Kind. Und Varya ist noch genauso wie früher, wie eine kleine Nonne. Und die Dunja habe ich auch wieder erkannt. Wir haben uns sehr früh dazu entschieden, den Text von Tschechow bearbeiten zu lassen, von Elisabeth Pape, einer jungen Berliner Autorin, mit der wir schon eine Weile zusammenarbeiten. Gratulation zur Hochzeit. Ja, wo ist denn der Ring? Ja, vielleicht will ich ja nie einen Ring tragen. Diese ganzen Normen, die mir hineingedrückt werden, Mama, die mir sagt, ich hätte mich nicht verändert. Immer noch die Nonne. Es macht mich fertig und dann wache ich auf. Ich werde wach und alles wie ein Traum. Doch nur alles wie ein Traum. Und das für mich so Wunderbare daran war, dass es Elisabeth wirklich gelungen ist, ich kam da hin den und alles Gedanken voll und Gefühlen dieser Figuren eine ganz überraschende neue Dimension zu geben, ohne den Charakter des Stücks zu verraten. Und ich habe sie umarmt und habe ihren Kopf an mich gedrückt und ich konnte sie überhaupt nicht mehr loslassen. Ihr Landhaus, das hatte sie schon verkauft. Sie hatte nichts mehr. Gar nichts. Und ich hatte auch nichts mehr. Wir sind gerade noch so nach Hause gekommen. Und Mama begreift es einfach nicht. Grundsätzlich muss ich sagen, dass mir das Arbeiten an diesem Haus hier in Koblenz besonders großen Spaß macht, weil eine große Wertschätzung einem entgegengebracht wird für die Arbeit, die man tut. Ich mag es immer gerne, Bilder zu suchen, die man vielleicht erst auf den zweiten Blick entdeckt. Ich mag assoziative Bilder, Bilder, die auch einen gewissen Interpretationsfreiraum lassen. Um in der Gegenwart leben zu können, müssen wir erst unsere Vergangenheit sühnen, sie bewältigen. Und sühnen können wir sie nur durch Leiden und durch enorme, ununterbrochene Anstrengungen. Begreifen Sie das doch? Das Haus, in dem wir leben, das ist schon lange nicht mehr unser Haus. Schauen gehört mit zum faszinierendsten, was ich kenne. Am 22. August findet die Versteigerung statt. Aber machen Sie sich keine Sorgen, meine liebe Verehrte. Sie können ruhig schlafen. Es gibt einen Ausweg. Ich habe folgendes Projekt. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Es gab sehr lange die Idee über Theater. Mon chien mange même des noix. Nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Dass Texte aus früheren Zeiten uns über die Vermittlung dessen, was spielerisch auf der Bühne passiert oder inszenatorisch, dass über diese Vermittlung diese Texte uns noch was sagen. Und ich glaube aber, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass diese Idee vielleicht nicht mehr ganz die Kraft hat, die sie noch vor 10, 20 oder 50 Jahren hatte. Und da kommen wir doch schnell zu der Überlegung, dass es klug sein kann und gewinnbringend, an einen alten Text nochmal eine lebende Autorin oder einen lebenden Autor zu bitten, dass sie oder er mit diesem Text in Dialog tritt. Ich glaube, ich lege mich mal aufs Ohr. Ich habe auch fast vergessen, was ich hier überhaupt mache. Naja, was soll's. Sagt man so doch, nicht wahr? Kinder werden so schnell erwachsen.
Mein kleines Schwesterlein ist wieder da. Mein hübsches Schwesterlein ist wieder da. Was ich alles durchgemacht habe, das kann ich mir vorstellen. Letztlich ergänzen oder verstärken wir mit unseren Kamerabildern das, was auf der Bühne passiert. Ist es so schlecht, alles wie durch einen Schleier? Das ist auch das, was mich eigentlich immer interessiert hat an diesem Thema Film im Theater, weil man eben Details, Nuancen in den Gesichtern der Darsteller sehen kann, die man sonst einfach nicht mitbekommt. Alles vorbei. Sterben oder wie oder wann oder was. Dass Kunst nicht immer was sein muss, was einen großen Plan hat. Film doch mal den Garten. Film doch mal den Garten. Sondern dass Kunst was ist, was im Moment entsteht. Ist die alberne Kamera weg. Wozu filmen, wenn wir für immer hier leben werden? Mama. Zurückgehen ist keine Option. Nach vorne ist keine Option. Und das hat schon eine ziemliche Magie. Bleiben wir im Leben stecken. Dann auf einmal irgendein Bild entdeckt. Man kann vielleicht auch gar nicht erklären, warum das jetzt für einen selbst ein Bild ist. Unsere Beine verwurzelt in den Boden. Das hast du so schön gesagt, Dunja. Es kam mir einfach so in den Sinn. Vielleicht reicht es einfach zu sagen, das ist ein gutes Bild. Stopp.